und willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir ein Handstand-Video, also ein Handstand-Workout sozusagen, wie ihr vom Handstand-Nichtkönner, also dass ihr den Handstand noch nicht könnt, zum Handstand-Profi werdet. Und zwar, bevor wir uns ein bisschen aufwärmen, müssen wir noch was besprechen, nämlich die paar Tipps und die Grundregeln sozusagen. Also wenn ihr davon anfangen müsst, müsst ihr darauf achten, dass ihr genug Spannung im Po und im Bauch habt. Und dafür müsst ihr ganz oft die Plank machen. Und zwar, wenn ihr die Plank vorher noch nicht gemacht habt, verlinke ich euch hier oben nochmal. Und dafür braucht ihr auch ein bisschen Armspannung, also Armmuskeln. Und zwar gestreckte Arme immer. Und nicht so, also nicht zusammen, aber auch nicht so breit. Und ja, dann könnt ihr auch hier mit den Knöcheln, also hier mit den Fingern, könnt ihr euch auch ausbalancieren. Also nicht hier, also hier, also wenn ihr hier seid, also das hier ist jetzt die Wand. Und dann könnt ihr euch hier ausbalancieren. Und zwar nicht, dass ihr so steif seid, weil sonst fallt ihr gleich um wie eine krumme Banane. Und ja, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr kein Hohlkreuz habt, weil sonst könnt ihr es an der Wand machen, aber dann fallt ihr gleich in die Brücke im Handstand und das wäre nicht gut. Und natürlich, wenn ihr ein bisschen ängstlich seid, könnt ihr natürlich auch einen Partner holen, der euch dann dabei hilft. Oder könnt ihr auch darunter Kissen machen oder wie ich jetzt hier eine Matte, nicht, dass ihr dann runterfallt. Und macht nicht weiter, wenn ihr eine Übung nicht könnt, dann macht bitte nicht weiter, sondern übt die Übung so lange, bis ihr sie könnt und danach könnt ihr es weitermachen. Okay, fangen wir an mit dem Aufwärmen. Nämlich tun wir erstmal hier unsere Handgelenke aufwärmen, weil wir danach hier unser ganzes Körpergewicht auf unsere Hand, also auf unsere Handfläche sozusagen. Und dann kreisen wir erstmal hier nach vorne die Handgelenke. Und jetzt nach, also in die andere Richtung sozusagen. Okay, jetzt gehen wir in den Vierfüßlerstand und tun unsere Hände hier in diese, also hier ist ein Kasten und den tun wir in die Kasten rein. Und dann gehen wir hier ein bisschen und probieren nach hinten zu gehen. Und die nach, also wenn ihr hier seid, zum kleinen Finger drehen und nicht zum großen Finger, also zum Daumen. Und dann gehen wir hier ein bisschen nach hinten. Und jetzt machen wir das als Gegenübung. Nämlich gehen wir hier auf, also auf unsere Gegenhandfläche, keine Ahnung was das ist. Und dann gehen wir hier drauf, damit wir auch eine Gegendehnung haben. Und jetzt nehmen wir unsere Hand, tun sie nach außen aufklappen und nehmen dann unsere andere Hand und tun sie ein bisschen zu uns ziehen. Und jetzt nehmen wir die andere Hand, machen das Gleiche. Okay, jetzt tun wir noch ein bisschen Schultern kreisen, weil die brauchen wir ja auch und da ist auch ganz wichtig die Stabilität drinnen. Nämlich, ihr müsst die Schultern durchstrecken und zwar nicht sacken lassen. Ist auch noch eine Nebeninformation. Und dann könnt ihr hier mal groß die Arme kreisen. Und dann nach vorwärts. Damit sind jetzt auch die Schultern aufgewärmt, weil da braucht man ja auch Stabilität. Und zwar nehmt ihr jetzt einen Gürtel, braucht ihr auch einen Gürtel oder einfach ein Tuch. Und ich hol's mir mal schnell hier von vorne. Und zwar könnt ihr auch vom hier Theraband einfach ein Theraband oder so nehmen und einen Gürtel. Und jetzt tun wir es ja richtig krass anfassen. Und gehen jetzt hier nach hinten und probieren hier wieder nach vorne zu gehen. Und natürlich können wir nicht so krumm sein, weil sonst springt sie, sondern streckt einfach eure Arme nach außen aus. Und wenn ihr merkt, ist hier viel zu breit, dann nehmt ein
einfach ein bisschen enger und mach das dann so. Que yo no está puesto para el amor, yeah, yeah. Pero eso cambiará cuando ella me vea. Okay, jetzt haben wir uns richtig aufgewärmt und jetzt fangen wir mit den richtigen Übungen an. Nämlich holt ihr euch eine Bank her oder eine Wand ist am besten. Und zwar legt ihr euch hin und wir simulieren sozusagen den Handstand. Nämlich drückt ihr euch hier fest und dann die Beine nach oben. Und den Kopf habe ich noch vergessen. Nicht hier, also hier zu den Händen gucken, aber auch nicht hier zum Boden, sondern so schräg gucken, dass ihr noch hier die Fingerspitzen seht. Und ja, dann halten wir mal hier ein bisschen. Und loslassen wieder. Dann wieder anspannen. Und loslassen. Und nochmal das letzte Mal anspannen. Und loslassen. Okay, jetzt tun wir hier, gehen wir hoch und dann gehen wir wieder runter. Nämlich gehen wir hier hoch und tun sozusagen immer Gewicht hier auf unsere Handflächen, damit sie sich langsam an unser Gewicht dran gewöhnen. Nämlich gehe ich hier immer hier hoch auf die Zehenspitze, dann wieder und auf die Zehenspitze. Probiert hier jetzt, dass ihr nicht hier zu weit nach vorne geht, sondern hier, dass die Schultern hier schön sind und der Kopf hier zwischen den Händen ist. Okay. Und vor und zurück. Und natürlich könnt ihr das hier auch erstmal hier ausbalancieren und mal ja, versuchen. Euren Armen oder Schultern das einfach nicht geht, dann übt das so lange, wie ihr, also bis ihr es schafft, weil sonst könnt ihr auch den richtigen Handstand nicht. Und hier nochmal achten, dass die Hände nicht so breit sind, aber auch nicht so eng, sondern schulterbreit. Das Gewicht hier auf den Armen tragen und auf den Schultern. Und solange ihr euch dabei nicht wohlfühlt, macht das bitte nicht weiter. Weil sonst könnt ihr den richtigen Handstand auch nicht, weil da ist ja euer ganzer Körper auf euren Händen und Schultern. Okay, noch dreimal. Eins, zwei und drei. Und natürlich kann ich den Handstand schon und deswegen bin ich mir da sicherer. Aber ihr könnt ihn natürlich nicht und deswegen passt ein bisschen auf. Und ich sage zum letzten Mal, wenn ihr keine Kraft habt in den Händen, dann macht es einfach so lange ihr könnt. Und jetzt machen wir schon den nächsten großen Schritt sozusagen. Und zwar hüpfen wir hier immer mit beiden Beinen hier nach vorne. Und wenn ihr mal zu viel Schwung genommen habt, könnt ihr einfach nach vorne einen Purzelbaum machen und versucht, dass hier in der Gegend kein Gegenstand ist, der irgendwie zerbrechlich ist oder wo ihr euch irgendwie wehtun könntet, weil es kann natürlich auch mal passieren. Und dann üben wir mal schon weiter und versucht dann letztendlich so hoch ihr könnt, also so hoch ihr könnt zu springen, aber nicht euer Gewicht verlieren. Haven't heard from you in so long. I'm starting to forget. Und natürlich kann ich ja schon einen Handstand und ich mache sie jetzt noch kürzer, aber ihr könnt sie natürlich auch länger machen. Und wenn ihr euch da schon sicherer seid, könnt ihr euch an den nächsten Schritt wagen, nämlich sind wir jetzt hier, gehen wieder runter und springen dann mit dem Fuß
Und zwar könnt ihr da einen Test machen, mit welchem Fuß ihr hoch, also mit welchem Fuß ihr euch abstoßen wollt. Nämlich lasst ihr euch einfach nach vorne fallen oder jemand schubst euch leicht von hinten. Und dann könnt ihr sehen, welcher euer stärkerer Fuß ist. Und ja, das könnt ihr dann so probieren. Und jetzt gehen wir hier runter und verlagern unser Gewicht hier nochmal stärker auf unsere Hände. Und das Bein, was schwächer ist, springt dann gestreckt nach oben. Und natürlich, wenn ihr euch nicht sicher seid, wo ihr bei diesem Test einmal links und einmal rechts von ist, könnt ihr es natürlich auch rumprobieren, was eure bessere Seite ist. Und jetzt gehen wir hier an die Wand, also brauchen wir eine Wand, eine Tür, ist egal was. Und zwar wollen wir hier langsam hochklettern. Und natürlich könnt ihr euch jetzt hier einen Partner holen, weil die ist schon echt für Fortgeschrittene hier, wenn ihr die ganzen Übungen sicher könnt. Und zwar gehen wir hier langsam an der Seite hoch. Und wenn ihr euch erstmal nur so halten könnt, ist es nicht schlimm, sondern tastet euch dann langsam hier an die Wand. Und versucht nicht umzukippen. So wie ich jetzt gerade. Oder noch schlimmer nach hinten. Also da müsst ihr auch schon richtig hier aufpassen. Und nicht, dass ihr von der Matte wegrutscht. Und natürlich könnt ihr hier mit den Händen hier balancieren. Und jetzt machen wir es noch einmal. Und ihr müsst es natürlich öfters machen. Das war jetzt anstrengend. Also da braucht man schon richtig viel Gleichgewicht. Und ja, das war jetzt eigentlich eine richtig krasse Vorübung für den Handstand. Und ja, und jetzt kommt der nächste Schritt, eigentlich schon der letzte Schritt. Nämlich probieren wir hier Handstand an der Wand und holt dazu unbedingt euren Partner, wenn ihr euch unsicher fühlt. Und ja, dann probieren wir eben mal. Nämlich stellt ihr euch hier vor die Matte und versucht nicht euren Kopf anzuhauen, weil versucht ein bisschen mehr Abstand zu haben. Und dann nehmt ihr die Hände hoch, also wie gestreckt, gestreckte Arme. Und dann Po und Bauch anspannen, ganz wichtig. Dann nehmt ihr euer Bein, also ich tue es mal hier, Simonin, hoch, so hoch. Und dann schwingt ihr euch hier hoch. Und dann nehmt ihr das andere Bein zu eurem Bein, also zu eurem anderen Bein, was schon oben ist. Und ich zeige es euch jetzt mal. Also hier langsam hoch und hoch. Und ist natürlich nicht schlimm, wenn ihr es erstmal euch so drauf oder auch ganz anders, aber bleibt dran, weil am Ende könnt ihr dann einen richtigen Handstand und es macht dann auch richtig viel Spaß, dann Tricks mit Handstand machen, Flickflack oder was auch immer, weil ja, und jetzt probieren wir es nochmal und dann versuchen wir es natürlich an der Wand auch zu halten und versuchen hier kein Hohlkreuz zu machen. Jetzt gehen wir wieder runter und achtet nochmal hier auf euer Gesicht, dass sich hier nochmal die Hände, also die Fingerspitzen sieht. Nämlich, ich zeige es euch mal, also jetzt nicht so, aber ja auch nicht so, sondern halbwegs so. Okay, wenn ihr das jetzt schon super gut könnt, wie ihr, also wie ich, so, dann könnt ihr es natürlich auch hier ohne Wand probieren. Aber holt dazu unbedingt euren Partner, weil sonst könntet ihr leicht mal umkippen. Also probiert es dann einfach auch mal im Freien. Und dann könnt ihr natürlich auch verschiedene Tricks damit machen. Zum Beispiel so. Oder auch ganz andere. Und übt die Tricks nochmal dann ganz im Einzelnen und an der Wand erstmal. Und wenn ihr merkt, dass ihr wegfallt, jetzt schiebe ich die Matte ein bisschen zur Seite, dann könnt ihr zur Seite gehen,
Also so. Und dann so. Zum Beispiel wie ein Rad, wie beim Rad. Oder ihr könnt einfach, wenn ihr einen Purzelbaum könnt vom Handstand, einfach einen Purzelbaum machen. Also hier oben mit. Und dann macht ihr einfach einen Purzelbaum. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, das war eigentlich schon der letzte Schritt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und teilt mir eure Folge hier unten in den Kommentaren und schreibt, wie ihr schon den Handstand könnt und wie lange ihr dafür gebraucht habt. Und ja, dann machen wir mal mit diesem Video weiter. Und ich wünsche euch viel Erfolg und viel Glück. Und dann tschüss!